Meine Damen und Herren, ich habe die Liste geschlossen, weil wir über eine Stunde gesprochen haben. Ich lese nur noch die Redeliste vor. Frau Ritter, Ron Jeremin, Herr Kurt und Herr Möller. Kurt hat eine Frage an Herrn Gesetzgeber, der aber nicht haben wollte. Okay, danke schön, Herr Kurt. Sehr großzügig. Bitte, Frau Ritter. Man muss auch hören. Sehr nett. Schon ganz richtig, Herr Thüring. In der DDR hat es Baugrund für 99 Jahre Erbpacht gegeben. Kein Eigentum an Grund und Boden. Das ist in Nordrhein-Westfalen, meine ich, ebenso. Wenig Eigentum an Grund und Boden. Das ist der Grund und Boden, der der Kirche gehört. Und die verkauft ihn nicht. Also es ist nicht nur die DDR, sondern auch die Ihnen ja viel näher als uns stehende Kirche. Zu der Vorlagennummer, es ist die HA16, so aus dem Gedächtnis, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Fraktionen einen Willen bekunden, Verwaltung beauftragen, ihn in die Satzung zu gießen, und sich jetzt nur noch an diese Satzungsänderung halten, die diese Willensbekundung eigentlich nur bekräftigen und möglich machen sollte. Deshalb finde ich das ganz billig und traurig, sich hier rauszureden. Es geht uns Linken übrigens auch nicht darum, möglichst viel Geld aus Grundstücken rauszuholen. Nee, jetzt nicht, gleich nachher vielleicht. Gerne, im Moment nicht. Es geht uns nicht darum, möglichst viel Geld für diese Grundstücke zu bekommen. Quatsch, die Sache mit, dann ändern wir den Bauplan und damit erhöhen wir den Preis. Völliger Blödsinn. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar der Auffassung, dass es unredlich ist, von einem Wassersportverein mit Gemeinnützigkeit und Jugendförderung den vollen Verkehrswert zu nehmen. Das dürfen wir eigentlich auch gar nicht, denn in dem Beschluss von 2002 steht, dass die rabattierte Pacht natürlich auf den Kaufpreis auch anzuwenden ist. Doch, das steht da so drin. Es steht auch in der Begründung, aber nicht im Antrag. Und wir beschließen ja, und auch damals war das so, immer nur den Antrag und nicht die Begründung. In der Begründung haben unsere Vorgänger schon gesehen, dass das vielleicht doch schwierig sein könnte bei herausragenden Grundstücken wie Volkspark oder Wasser. Aber im Antrag selbst, da bescheißen Sie den Wassersportverein. Sie machen denen das Grundstück teurer, als es unbedingt sein müsste. Gemeinnützig, mit Jugendförderung, und wir alle finden ihn prima. Ich werde das nicht ändern können, das ist so. Wir führen diese Diskussion hier und öffentlich nur deshalb, weil wir den Zwergenaufstand gemacht haben. Dafür schäme ich mich auch gar nicht. Den mache ich immer und jederzeit wieder, wenn ich damit Öffentlichkeit erzwingen kann. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Hätten wir das nicht getan, keiner von Ihnen hat die öffentliche Beratung dieses Tagesordnungspunktes beantragt. Unser Ergänzungsantrag und der Dringlichkeitsantrag ist heute eingegangen. Wir hätten das gemerkt, wenn Sie Öffentlichkeit gewollt hätten bei Ihrer Beschlussfassung. Ich bitte Zuschauer und etwas um Disziplin und die Beiträge nicht zu kommentieren. Ja. Ich bitte noch zwei Herr Jeromin zum Pult. CDU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Stadtpräsident, werte Kollegen, liebe Zuschauer.
Klartext wollen wir reden, Heinz Werner, habe ich verstanden. Ich möchte auf die finanziellen Erwägungen als zweites eingehen und dann als grundsätzliches, worüber reden wir eigentlich? Wir haben im Finanzausschuss letzte Woche beraten, möchten wir verkaufen oder nicht? Okay. Das kommt heute in die Beschlussfolge, in die Ratsversammlung, verkaufen, zustimmen oder lassen. Im Finanzausschuss gab es eine breite Mehrheit. Und die zeichnet sich hier auch wieder ab. Sie tragen dieselben Argumente als Linke vor, die wir damals auch gehört haben. Und da finde ich, das geht um was rein Emotionales, nicht in der Sache. Das haben wir alle schon ausgetauscht. Und wir reden darüber mit Ihnen. Wir hören uns die Argumente nochmal an und alle Fraktionen nehmen dazu nochmal öffentlich Stellung. Und wir stimmen auch mit großer Mehrheit der Öffentlichkeit zu. Unabhängig davon, wir haben hier Öffentlichkeit und wir haben eine Mehrheitsbekundung, die ist dokumentiert, dass wir das wollen. Jetzt kommen wir aber mal zu den Fakten. Und da gab es schon letztes Mal im Super von mir eine Klatsche, dass die Linke eigentlich keinen politischen Auftrag mehr erfüllt, sondern nur noch ein PR-Gag ist. Ich werde Ihnen das hier auch in Ruhe erläutern. Was steht eigentlich im Antrag? Es steht dort Verkauf. Wir reden hier in der Breite über DLRG und Vereinsforderungen. Da gibt es auch von Ihnen, Herr Jezewski, gerade einen Aufruf. Da gibt es einen Antrag vom SSW, der sei zu unterstützen. Da frage ich mich erstmal als Mitglied im Finanzausschuss, ja, warum denn? Also Vereine sind grundsätzlich was Gutes, da sind Leute ehrenamtlich tätig. Aber schlussendlich sind wir eine Kommune, die mit ihrem Geld haushalten muss. Und ich würde vielleicht erstmal die Frage an den BSO stellen. Mensch, wenn der Verein da was vorhat, macht er denn etwas, zum Beispiel Strandwache, das für uns unterstützenswert ist? Also ich würde mir erstmal die Frage stellen, kann der Verein etwas machen, das für uns als Stadt unterstützenswert ist? Dass die dänische Partei eine gewisse Unterstützung für Vereine empfindet, das ist so. Sie kommen aber auch immer mit breiter Argumentation, warum wir Gelder reingeben. Sie brachten auf den Tisch, dass die Mehreinnahmen bei dem Grundstücksverkauf, der ja so unredlich ist, laut Frau Ritter, das wird gleich noch richtig witzig, dass die dem DLRG zugeschoben werden sollen, steht nicht im Antrag. Und auch bei der Einbringung, ich war dabei, war DLRG weder genannt noch war es Thema, weil das im Haushalt nicht redlich ist. Dass Sie das gerne wollen und ich sage mal als Laienpolitiker, ich kann dem was abgewinnen, das ist so, aber es steht nicht im Antrag. Wenn wir das beschließen wollen, dann muss man das machen, was der SSW gemacht hat und was vielleicht andere Fraktionen machen, einfach mal einen Antrag schreiben, den sehe ich hier von Ihnen nicht. Und genauso wie Sie die Leute an der Europawiese hängen lassen, Sie kommen nicht mit einem Antrag, der mehrheitsfähig ist. Und an der Stelle beginnt meine Kritik an Ihrer politischen Arbeit. Sie kommen mit nichts um die Ecke, was hilft. Sie kommen mit Demagogie, Sie kommen mit irgendwelchen Vermutungen, aber Sie kommen nicht mit Dingen, denen wir hier konkret zustimmen müssen. Andere Parteien kriegen das auf die Reihe. Aber ich sagte ja, wir sind alle Laienpolitiker, aber Sie sind ja noch schlimmer. Also Sie sind ja noch viel schlimmer. Gerade eben argumentieren Sie, da gibt es so eine alte Vorlage, da sei geklärt, man dürfe keine Abstriche bei Verkaufspreisen machen. Also verpachten darf, nee, das war ja nicht von Ihnen, das war von Herrn Jezewski. Auf der einen Seite sagt er, Mensch, wir dürfen verpachten, da dürfen wir reduzieren, 75% war Ihre Zahl, klingt gut. Genau, ist auch falsch, danke Helmut, auch falsch. Aber es sei grundsätzlich eine unserer, ich sag mal, Wünsche als Ratsversammlung, auch wenn die letzte Legislatur es beschlossen hat, dass wir die Preise nicht senken wollen. Frau Ritter geht eine Stunde später als Rednerpult, erzählt es komplett anders. Okay, was Sie versiebt haben, Herr Jezewski, war, dass der Antrag im Finanzausschuss zur Veräußerung der Liegenschaft Frau Ritter 16 ein Kommentar der Verwaltung beinhaltete, dass die Verwaltung zur Auffassung gekommen sei, dass eine Kaufpreisreduktion nicht angemessen ist. Punkt. Und das beschließen wir hier. Und jetzt erzählen Sie mir, warum wollen Sie da die Fakten nicht einsehen? Auf der einen Seite zitieren Sie das falsch an der falschen Stelle und jetzt kommen Sie mal mit irgendwas. Also Sie können einen Änderungsantrag jetzt machen. Mensch, lass uns das Grundstück billiger verkaufen. Klappt nicht.
Also mit irgendwas Konkretem, womit wir jetzt arbeiten können. Ich würde Sie einlassen. Machen Sie eine Zwischenfrage, klappt das? Aber Sie sitzen nur da, Sie schreiben Ihre Artikel und es geht Ihnen um nichts als PR-Kampagne. Es geht Ihnen nicht um konstruktive Arbeit. Und jetzt werden wir was ganz anderes machen. Wir werden den Antrag gleich abstimmen. Da werden wir, haben wir am 11. September 2014 angefangen, Entwicklungshemmnisse in Farnsodde aus dem Weg räumen. Wir werden Baurecht schaffen, wir werden Entwicklungsrecht, Entwicklungsmöglichkeiten für den SVF schaffen und wir werden noch viele weitere Schritte geben, um diese Perle der Stadt Flensburg zu entwickeln. Das, was Sie tun, ist das Gegenteil. Also, lasst uns jetzt einen Schritt weiter mit Flensburg gehen und uns weniger im eigenen Saft drehen, auch wenn wir Spaß dran haben. Es bringt uns nicht weiter. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte, Herr Möller, SSW-Fraktion. Ganz kurz zum Schluss nochmal, Frau Ritter, wir verschärbeln zu teuer. Das haben Sie im Prinzip gesagt. Das ist, glaube ich, schon ein Widerspruch in sich selber. Muss man sich mal drüber klar machen, wir verschärbeln zu teuer. 99 Jahre Pachtvertrag auch in Flensburg, den gibt es, kenne ich selber aus der Speicherlinie, haben wir für den Wohnungsbau gemacht, gibt es genauso gut in Flensburg, im Wohnungsbau ist das durchaus üblich. Warum aber ich hier nochmal hochgegangen bin, ist natürlich das Thema, das Herr Peisen aufgebracht hat. Ich denke mal, Herr Peisen, wenn Sie 10 Jahre Gespräche mit den Sportvereinen für zu schnell und halten, dann glaube ich, haben Sie irgendwo die Zeit verpennt. Also letztendlich ist das ein sehr langer Prozess und warum wir als SSW eine Vorlage nachgeschoben haben, war, weil wir die Förderung des DLRG nicht direkt mit einem Grundstückverkauf in Verbindung bringen wollten. Das ist das, glaube ich, was auch allgemein mitgetragen wird, weil wir den DLRG unterstützen wollen, aber das nicht unbedingt explizit mit einem Grundstücksverkauf verbinden wollen. Ich glaube, das muss man dann auch sehen, da hätten Sie auch sehen können. Insofern haben wir die auch an alle Fraktionen geschickt. Da können alle mit draufstehen. Ich glaube mal, mehr Konsens kann man nicht erreichen. Aber eigentlich hat die Verwaltung eine super Vorlage gemacht und das Ganze, worüber uns ja zum Teil, was uns als SSW ja vorgeworfen wird, wir hätten da unsere Linie mit dem Verkauf der Grundstücke am Wasser würden dem nicht mehr konsequent folgen. Das ist eben nicht so, weil wir sind ja dort doch sehr recht pragmatisch und nicht Ideologien folgend. Und in der Vorlage steht schon, zudem hat die Ratsversammlung in ihrer Beschlussfassung zum eigenen Entscheidungsvorbehalt hinsichtlich des verkaufswasserbelegter Flächen am 9.10.2014 in RV 97/2014 deutlich gemacht, dass sie dem Verkauf von Hafen- und förderanliegenden Flächen eine besondere Bedeutung beimisst. Der Verkauf der förderanliegenden Flächen stellt mithin, zumindest hinsichtlich der Zuständigkeit bei der Entscheidung, einen Ausnahmetatbestand dar, ist aber nicht von vornherein ausgeschlossen. Und das zeigt, das war damals der Kompromiss, den wir hier geschlossen haben in dem Rat, dass es allen wichtig war, zu sagen, ja, grundsätzlich verkaufen wir nichts. Aber es kann Gründe geben, warum wir uns anders entscheiden. Und dieses ist hier so, weil alle Ziele, die da unten verfolgt werden, alles das, was da ist, keine neuen Investoren, keine Spekulation, genau das entspricht, was wir für richtig halten. Und diese Ratsversammlung hat vor nicht allzu langer Zeit einen ähnlichen Beschluss schon mal aufgrund eines Pragmatismus und eines Verständnisses für einen Investor gefällt, nämlich in dem Moment, als wir die Gläserne Werft unterstützt haben, weil wir auch dort verstanden haben, dass dort etwas Gutes für Flensburg gemacht wird. Und das hat eine Ausnahme unsererseits hervorgerufen und haben gesagt, gut, können wir alle mittragen. Hier ist das genauso und wir sollten das einfach nicht zerreden und für irgendwelche dummen Geschichten benutzen, sondern hier geht es um die Sportvereine, hier geht es darum, pragmatisch nach vorne zu kommen. Und deswegen freuen wir uns, dass diese Anträge heute da sind und dass die Wassersportvereine nach über 10 Jahren vielleicht dann eine saubere Richtung kriegen. Vielen Dank. So, wir haben entsprechend dem Antrag Punkt 8 bearbeitet, öffentlicher Austausch, Diskussion. Die Vorlage ist nicht öffentlich, deswegen wird sie auch im nicht öffentlichen Teil beschlossen.